Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder zu einer frisch gepressten Sendung, Meilenmittwoch, aber wirklich auch an einem Mittwoch, da die letzten beiden Sendungen an einem Samstag waren, wollen wir es heute auch mal wieder an einem Mittwoch zelebrieren, die frisch gepresste Sendung, gerade noch die Folge aufgenommen für heute Abend. Wenn ihr Kanalmitglieder seid, seht ihr das ja heute auch am Mittwoch, alle anderen sehen es am Donnerstag wie gehabt. Heute Themen für euch frisch gepresst, die ich habe, sind Qatar Airways Privilege Club, muss ich noch Club schreiben, und British Airways Executive Club, wenn man die Konten verbindet und was tut, dann kann man 5.000 Avios gewinnen. Ne, die bekommen wir sogar ganz sicher, das ist kein Gewinn, das ist ein Plus. Also einfach da nochmal gewinnen. Und man kann es, glaube ich, auch skalieren, wenn man es öfter macht. So, dann geht es weiter mit den Freunden von GHA Discovery. Titanium-Mitglieder bekommen Frühstück in einigen Hotels. Einige Mitglieder haben eine Targeted Promotion gekriegt. Die haben diese Discovery-Dollar gekriegt, 20 oder 50 für ihren nächsten Aufenthalt. Dann haben wir World of Hyatt. Die haben auch eine Promotion, auf die ich nochmal meinen Fokus mit euch richten möchte. Doppelte Statusnächte für den einen oder anderen interessant, wer nicht mit der amerikanischen Kreditkarte was machen möchte. Dann geht es weiter mit US Travel Association. Die haben wieder solche Verlosungen, wo man was kaufen kann und so weiter. Ich sage Verlosung, weil manchmal ist es halt sehr schwierig, um an diese Pakete ranzukommen. Aber da werden wir mal gucken, was in der nächsten Woche da so gibt. IHG und Hilton wären da so zum Beispiel Themen, die ich vorschlagen würde. Dann haben wir noch als Thema British Airways Executive Club Status Match. Für alle, die eine amerikanische Kreditkarte haben, die haben da kein Problem mit das zu machen, weil amerikanische Anschrift macht Sinn. Und Best Western Rewards, doppelte Punkte für einen oder anderen, der übernachtet, so wie meine Mutter, die ja Best Western Fan ist. Keine Ahnung warum, ich weiß nicht, was in meiner Familie falsch gelaufen ist. Auf jeden Fall Grüße nach Amerika. D-Zone, KLM Premium Economy Mailand nach Hongkong ab 979 Euro, glaube ich, ein krasser Preis. Also das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, in der Premium Economy. Ich weiß, es ist hart, aber ich bin selber auch in der Prem Eco schon nach Los Angeles geflogen. Also insofern da, ich weiß, das ist jetzt für mein Image schlecht, weil ihr ja festgestellt habt bei Lufthansa, dass ich First Class Suite Mitglied bin oder First Class Fensterplatzflieger bin. Lufthansa hat das richtig erkannt, aber auch Premium Economy kenne ich mich mit aus. Dann könnt ihr den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, abonnieren und dann vor allem auch ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft, den Kanal unterstützen. Bei Fragen, Sorgen, Ängsten, Nöten, schreibt einfach WhatsApp. 760-782-2061, die Nummer so oft gesagt und trotzdem gerade verkackt. Deshalb habe ich sie aufgeschrieben, könnt ihr auch sagen und aufschreiben. Meine Uhr sagt, ich muss aufstehen daran. Hups, da ist es. Kann man das sehen? Kann man das sehen? Schlechter Winkel, aber ich muss aufstehen. Aber nein, ich bleibe sitzen und ich mache die Sendung zu Ende. Und zwar das erste Thema, was wir haben, das ist Qatar Airways und die Freunde von British Airways. Wir wissen ja alle bei Avios, wie das Leben so ist. Man kann jetzt, wenn man bei Avios dran teilnimmt und bei Avios Gas gibt und Spaß hat, kann man jetzt nochmal Punkte sammeln, wenn man beim Meilenmittwoch die Qatar Airways Konten und die British Airways Executive Club Konten verbindet. Und zwar ist es so, dass man natürlich da 5.000 Punkte bekommt, wenn man die heute noch verknüpft und ganz einfach fliegt. Und zwar das Großbritannien mit 19 Asien, Afrika. Daran seht ihr, dass das auch was mit England zu tun hat, logischerweise. Aber es gibt Verfluggesellschaften, man muss nur fliegen mit Qatar, mit Finnair, bei Iberia zum Beispiel und Executive Club. Ist natürlich auch British Airways logischerweise mit drin. Und dann könnt ihr diese 5.000 Punkte bekommen. Ihr kriegt, wenn ihr den Code Avios Bonus 24 eingibt, diese Punkte. Die Aktionsseite sind alle Informationen zu bekommen. Für den Hin- und Rückflug in der Economy Class gibt es 2.500 Punkte. In der First Class gibt es 5.000 Bonuspunkte. Buchungszeitraum ist bis zum 15. April. Ihr müsst jetzt noch ein bisschen beeilen, sind noch 5 Tage. Reisezeitraum ist der 14. März bis 13. September. Ihr müsst halt wirklich die Konten verknüpfen vom British Executive Club und vom Privilege Club. Gilt nur für Hauptmitglieder, die ihre Tickets mit dem Aktionskurs Avios Bonus 24 buchen bei Qatar Airways. Und Mitglieder, die bei der Anmeldung keinen gültigen Aktionskurs angegeben haben, erhalten die Bonus Avios nicht. Die Frage ist natürlich, ob man das jetzt öfters macht, ob man dann die Boni dann quasi staggern kann und dann für die Flüge bekommt. Weil nämlich, wenn man den Reisezeitraum bis September sieht, da könnte man ja öfters nach Asien fliegen. Aber da für euch quasi selber nochmal schauen. Wir haben dann nochmal GHA Discovery. Das ist ein Programm, was ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das belächle, aber
jetzt ein bisschen ernster nehme, weil man da zumindest bei einigen Marken kann man Frühstück bekommen. Und zwar, wenn man Titanium-Mitglied ist, was man ja mit 3 Nächten irgendwie kriegen kann, ne? Verschiedene Marken, ihr wisst es. Da ist es so, dass es dort dieses Rise and Dine, so heißt das Ding, Rise wahrscheinlich bei Frühstück und Dine, halt Frühstück ist Teil, ist es so, dass man dort dann bei 5 Marken Frühstück bekommt. Und zwar seit dem 5. April gibt es diese bei der L'Or Group, Lugano Collection, Marco Polo Hotels, Marco Hotels, Müsk Hotels, Nicolo Hotels, Nikki Beach Hotels, Shasa Hotels und Grand Hotel Heiligendamm. Die machen damit ab. 1. Mai ist es die Set Collection, die auch ein Frühstück hat. Und ich denke mal, dass man diese Membership Benefits natürlich ein bisschen härter machen muss. Aber auf der anderen Seite, hey, wenn du den Status mit 3 Nächten bekommst, dann ist der auch nicht wirklich was wert. Und wenn man überlegt, dass man den auch überall nachgeschmissen kriegt, Status Match und so weiter, dann ist das auch alles relativ witzlos. Aber ich denke mal, dass natürlich Marken wie Hyatt, die wirklich am konsistentesten sind mit dem Frühstücksbenefit, und ich muss ganz ehrlich sagen, Hyatt ist da absolut top. Wenn Hyatt Status haben möchte, spricht mich an. Der ist da natürlich dann auch bei Marriott nicht ganz so happy, weil Marriott da auch wieder inkonsistent ist. Ritz-Carlton zum Beispiel Frühstück, ja, konnte man noch nicht mal wählen. Also das ist halt immer so, die wollen Geld dafür haben und das ist dann halt in meinen Augen keine Loyalität als Benefit, weil es gibt bei einigen Marken, kann man das dann zusätzlich nehmen. Westin zum Beispiel kann man Frühstück als Benefit aussuchen. Macht natürlich auch dann Sinn, wenn man bei Westin länger übernachtet. Also wenn man zum Beispiel 2, 3 Nächte übernachtet, dann macht das wesentlich mehr Sinn als die 1000 Punkte. Und gerade wieder eine Nachricht gekriegt. Danke dafür, werde ich gleich beantworten, Carsten. Auf jeden Fall, muss ich das auch ausstellen, ne? Auf jeden Fall das nur so als Hinweis. Wir haben dann einen Vorteil bei GHA, den ihr auch eventuell, wenn ihr dort quasi, wie heißt das Wort? Targeted seid. So ist das. Also zielgerichtet angeschrieben worden seid, dann könnt ihr dort auch einen Bonus bekommen haben. 20 oder 50 von diesen komischen Just for You Earner Bonus-Dingern heißt es. Und das ist natürlich so. Ich persönlich muss sagen, ja, ich denke mal, dass das Leute sind, die nicht für diese Booster-Offer sich angemeldet hatten für die Aufenthalte bis 30. Juni. Da kann man halt nochmal was gucken und nur so als Hinweis, man kann sich ja da auch mal irgendwie anschauen, was andere da machen. Dann haben wir das Thema Hyatt und da möchte ich euch den Screenshot direkt geben und aber auch die, wie heißt es, nicht Screenshot, sondern die Success Story, und zwar Be More Extra, da ist es. Und zwar registered für Double Night Promotion. Ich war das schon lange, habe das auch für einen unserer Kunden jetzt nochmal gemacht, den ich vergessen hatte, aber das kann man ja nachträglich machen für Übernachtungen, die vom 22. März bis zum 10. Juni stattfinden in den Thompson Hotels und Dream Hotels. Also insofern etwas, wo man viel Spaß haben kann. Das ist auch ein schönes Thompson Hotel. Was gibt es? Es gibt doppelte Night Credits, heißt also rein theoretisch, wenn man es schaffen würde, da in der Zeit jetzt quasi noch bis Juni 30 Nächte durchzupumpen, würde man halt den Status, den Globalisten so bekommen. Also da nochmal ein Hinweis, das zu tun. Ich hatte das, glaube ich, auch gesagt, aber dadurch, dass heute nochmal diese E-Mail kam, habe ich gedacht, sage ich euch das Ganze nochmal. Wir haben dann nochmal ein Thema von der US Travel Association. Die haben ja diese Promotion immer im Sommer, um da auch die Reisen mehr zu promoten, dass man also auch wirklich weggeht. Da wollte ich euch auch den Link nochmal geben. Das können wir auch dann zusammen uns angucken. Und zwar haben wir hier die Offers von der Week One. Und zwar, wo haben wir es denn hier, den Link? Hier, zack, nee, ist das das? Jetzt habe ich den Link weggemacht. Ich google das jetzt mal schnell für euch. Das machen wir dann hier live on the air für euch. Und zwar, weekly.
Get Aways US Travel Association, ne? US Travel Association. Zack, und da haben wir es auch schon. US Daily Getaways, da ist es doch schon. Und dann gebe ich euch die Seite auch direkt aufs Auge. Da seht ihr das. Hier, der Sale beginnt am 15. April 2024. Und da könnt ihr dann halt einfach mal gucken, ob da Angebote für euch sind. Da sind die Partner und ihr seht, das sind riesig viele Partner, Marriott Bonvoy, Hyatt und so weiter. Aber letztes Jahr war es bei Hyatt so, dass man Punkte kaufen konnte zu einem richtig geilen Kurs. Aber dieser war halt nicht wirklich, ja, wie soll man sagen, erhältlich. Und hier seht ihr jetzt, wenn man diese Promotion sieht, dass man zum Beispiel 30.000 Hilton-Punkte bekommen kann für $150. Da gibt es 450 Stück, 176 für 1.250 mit 250.000, das sind auch nochmal 50%, oder 100.000 Hilton-Bonusmeilen für $500, da gibt es nur 225 Stück. Da gibt es halt was interessant ist. Dann, wenn man weitergeht, die nächste Woche, da sieht man das schon, da gibt es IHG mit 25.000 Punkten, da gibt es auch 50% Rabatt, ihr seht es. Am 17. da kommt das Cosmopolitan in Las Vegas und ihr seht auch immer 3, 8, 5, also es ist eher so eine Lotterie oder eine Verlosung oder hier Universal, 2, 3 Tagestickets, die dort sind mit 25% Rabatt oder halt Universal VIP Experience, 4 Stück für 2096. Und dann am 19. April gibt es SeaWorld. SeaWorld bin ich kein großer Fan von, muss ich dir ehrlicherweise sagen, auch von dem Korf Dolphin nicht, weil ich es nicht mag, wenn Tiere eingesperrt sind. Und da gibt es noch keine Offer, deshalb, da kommt nämlich das Offering wieder nächste Woche, und dann werde ich euch dann auf den nächsten Sendungen am Mittwoch dann sagen, was es dann gibt, damit ihr da im Bild seid. Ja, habe ich sonst noch was dazu zu sagen? Nö, einfach mal gucken. Also für mich war das Interessanteste wirklich Hilton oder IHG, und es ist halt, auch wenn es keine Verlosung ist, aber dadurch, dass die Quantitäten, also die Mengen nicht so viele sind, dann ist das doch schon in der Tat etwas Glücksspiel. Die haben dann nochmal ein Status-Match zum Thema British Airways Executive Club. Da gibt es ein Status-Match in den USA. Und zwar, wenn ihr die Anschrift in den USA habt und einen Status habt wie den Horn Circle zum Beispiel, dann könnt ihr den Gold-Status bekommen. Bei Delta Platin, bei Air Canada 75K. Aber jetzt geht's weiter. Bei Air France reicht auch Platin. Oder bei Scandinavian Airlines reicht ein Diamond, um den Platin-Status zu kriegen. Virgin Atlantic reicht es auch, einen Gold-Status zu haben. Ganz wichtig. Wer ein Senator ist, kriegt komischerweise nur den Silber-Status. Also insofern sieht man da, wie man das bewertet. Der Status gilt ein halbes Jahr. Ihr müsst dann den Executive Club joinen, logischerweise. Ihr müsst bis zum 7. Mai den ganzen Clubberadatsch angemeldet haben. Ihr müsst dann einen Proof schicken, also das heißt ein Screenshot von eurem Status. Dann wird die Bewerbung angeschaut und dann gibt es innerhalb von 5 Arbeitstagen in der Regel eine Antwort. Und dann gibt es eine E-Mail, die dann akzeptiert wurde. Und ihr könnt dann in eurem Online-Konto sehen im Executive Club, ob diese Goldkarte dann auch ausgestellt worden ist, weil diese Karte dann quasi da zu sehen ist. Und jetzt geht es folgendesmaßen. Was gibt es, um das Ganze zu prüfen? Da gibt es jetzt wirklich Kriterien. Und zwar, will need to clear copy of your physical or digital membership card. Und da müssen, also es muss eine Kopie sein von eurer physischen Karte oder von dieser Karte. Und dann müssen folgende Dinge sein. Es muss der Vor- und der Nachname übereinstimmen mit dem Konto vom British Airways. Also das heißt, davon, wo ihr matcht, muss derselbe Vor- und Nachname sein. Anscheinend haben da Leute das versucht zu bescheißen. Dann muss es natürlich ein Programm sein, was diesen Transfer unterstützt. Und das ist halt Delta, Air Canada, Lufthansa, United, Air France, KLM, Scandinavian Airlines, Virgin Atlantic. An dieser Stelle noch eine Sache, die wichtig ist Airlines Include. Das heißt, es können auch andere Fluggesellschaften sein, die da nicht gemeldet sind, aber es ist halt Include. Das kann sein, dass da noch einige andere möglich sind. Und ihr müsst halt den aktuellen Status da halt schicken. Dann
Man muss natürlich auch gucken, dass der Status Match da, ja, also die Karte, die ihr einschickt, nicht die vom letzten Jahr ist. Ne? Also es muss halt sein, dass dass die Gültigkeit, die nach dem Tiermatch Promotion ist. Ne? Also ganz wichtig. Und die Frequent Flyer Nummer. Wer jetzt sagt, ich mache das mit Photoshop, kann ich nur von abraten. Photoshop kann eine coole Sache sein, aber manchmal arbeiten Fluggesellschaften und Hotelketten zusammen. Hyatt zum Beispiel arbeitet mit Marriott zusammen, das weiß ich. Da sind einige auf die Schnauze geflogen. Ich, Gott sei Dank, nicht. Aber da muss man halt wirklich aufpassen und muss halt gucken, dass man da halt nicht zu viel Schindluder treibt. Und viel Glück bei dem Status-Match. Jetzt haben wir noch einen Punkt für meine Mutter. Das ist Best Western, damit ihr nicht sagt, ich würde die Best Western ignorieren oder meiden. Und zwar haben wir da die Best Western Promotion. Da ist es so, dass man in Zentraleuropa vom 8. April bis zum 6. Mai doppelte Punkte bekommen kann. Wichtig ist, dass das in den Ländern Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Dänemark ist. Und das ist das, wo ihr herkommen musst. Und es muss natürlich in den Ländern gemeldet sein, die ich eben genannt habe. Und doppelte Punkte im Frühjahr. Und ihr müsst halt wirklich für dieses Angebot euch anmelden. Gibt es sonst noch was zu sagen? Es dauert 7 bis 10 Tage, bis die Punkte dann nach dem qualifizierenden Aufenthalt eingetragen sind. Und viel Spaß. Holt euch die Punkte. Wer bei Best Western übernachtet. Jetzt haben wir noch einen Deal-Zone-Deal. Dieser Deal-Zone-Deal ist Premium Economy. Ich weiß, dass sich einige dann direkt wegdrehen. Aber ich finde den Deal eigentlich gar nicht so schlecht. Und wir sollten uns ihn auch ganz genau angucken. Denn dieser Deal ist ein Deal mit der KLM vom Mailand über Amsterdam nach Hongkong. Ich gebe euch das aufs Auge. Und zwar haben wir da nämlich das Ganze für euch auch hier, da ist es, für euch auch alles ordentlich aufgezeichnet. Ist das jetzt, warte, jetzt muss ich mal gucken, das ist nicht im Bild richtig drin. Jetzt ist es im Bild richtig drin. Da sieht man jetzt die Strecke Mailand, Amsterdam und dann Amsterdam, Hongkong. Das sind 495 Meilen, 5773 Meilen sind zu 1000. 12.536 Meilen zusammen. Das Ticket ist in der Buchungsklasse A und Y. Ihr seht das schon hier. Kostet 969 Euro ungefähr. Dann Minimumaufenthalt ist 6 Tage. Mindestaufenthalt quasi damit gegessen oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag. Maximal 3 Monate. Ticket ist nicht refundierbar. Änderungen kosten Geld. Und ihr seht hier, wie viele Punkte es gibt. 10.870 bei Aeromexico, China Eastern. Und es gibt dann 9.000 bei China. Bei der Czech gibt es noch 7.500. Delta gibt es 7.002. Und dann die sozialistischen 6.764 bei dem Rest der Bande, um dann bei 6.220 bei Xiamen, Virgin Atlantic 1.200 zu landen. Und Flying Blue gibt es keine Punkte. Was wollen wir noch wissen? Gar nichts wollen wir wissen, außer dass er den Kanal warte. Ich mache auch mein Gesicht hier wieder drauf. Wo ist es denn jetzt hier? Warum nimmt er das denn nicht? Oh, warum bin ich denn? Ah, ha, selbst ausgetrickst. Da war ich noch auf dem Monitor drauf. Falsches Programm. Naja, nun gut, so ist das. Auf jeden Fall den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren und mir Liebe zu schenken. Bei Fragen könnt ihr euch immer wieder hier an mich wenden. Und für die Kreditkarten, für Unternehmer haben wir noch was Lustiges. Wer ein Funding haben will, also wer Kapital sucht, da gibt es einen lustigen Weg über amerikanische Kreditkarten mit 0% Zinsen. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Kanal abonnieren, Glocke an und abspannen für euch. Also, bis dann.